Oh, ich würde gerne mal einen Tag Trainer vom SC Freiburg sein. Als Spieler hast du immer große Klappe und denkst, man weiß alles besser und warum spiele ich denn nicht? Aber mal in diese Rolle zu riechen, um dann wahrscheinlich auch einen demütigeren Blick zu kriegen, würde ich einen Tag mal gerne mit dem Coach tauschen, am Spieltag aber. Ja, mein Name ist Nils Petersen. Ich bin Ex-Fußballer, ich war Fußballer, bin jetzt aktuell, man könnte es sagen, Autor, weil ich ein Buch geschrieben habe. Bin noch in der Findungsphase, könnte man auch sagen, weil ich ja erst vor ein paar Monaten meine Fußballschuhe an den Nagel gehangen habe und ja, war 16 Jahre im Profibusiness Fußball unterwegs. Ich glaube, wie es auch vielen Kindern geht, ist gar nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, so mit 5, so Papa, ich möchte jetzt zum Training, Mama, fahrt mich mal hin. Mein Vater kommt halt aus dem Fußballbusiness, ist Trainer und hatte natürlich dann immer schon das Bedürfnis, so wie es viele Eltern auch haben, dass der Sohnemann dann vielleicht auch Fußballer wird. In dem Fall war es so, meine Schwester war auch schon Fußballerin und dann konnte ich gar nicht sozusagen anders als dann halt auch den Ball hinterherlaufen. Das war unglaublich wichtig für mich, ja, so sind Freundschaften entstanden, so bin ich zum Fußball gekommen. So habe ich ein Miteinander gewinnen, Miteinander verlieren gelernt. Darum muss eigentlich auch, worum es geht. Aber genauso brauchen wir natürlich auch genügend Menschen, die sich dafür engagieren. Wir brauchen genügend Eltern, die Bock haben, Montag bis Freitag Taxi zu spielen und am Wochenende am liebsten auch. Und deswegen kann ich einfach immer nur jedem raten, Teil des Breitensports zu sein. Egal in welcher Sportart. Hier haben wir Eishockey in Freiburg, wir haben Basketball, wir haben Volleyball, wir haben so viele Sportarten, wo man dann auch immer hingehen kann, die auch Jugendvereine haben, wo man ja überall auch reinriechen kann. Ja? Hatte nie vor, der große Fußballer zu werden oder dass ich mal ins Profibusiness einsteigen könnte. Das ist dann wirklich alles ohne Zielstellung passiert einfach. Ja. Also je älter ich wurde, auf einmal kam noch Nationalmannschaft, kam Olympia, da gab es auf einmal Rekorde. Das denkt man ja eigentlich, dass man dann Richtung, wenn man 30 wird oder älter, dass da nicht mehr viel kommt. Aber ich hatte immer Glück, dass da immer noch was kam. Und gerade wenn man eigentlich immer auch gute Phasen hat, kommen meistens immer so ein bisschen die Täler. Ich hatte viele kleine Momente, in denen es nicht gut läuft. Meistens sind das ja die prägenden Momente, als ich da nicht gespielt habe, ob im Jugendbereich oder dann auch zu Internatszeiten. Dann auch, als das Profileben losging, ich dann auch viel auf der Bank saß, nicht gespielt habe, dann war die Unzufriedenheit groß, weil ich immer Fußballer geworden bin, um halt zu kicken, um zu spielen, um Teil dieses Spiels zu sein. Aber auch im Männerbereich hatte ich so 3, 4 Momente, als ich gedacht habe, okay, es macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß gerade. Habe das immer hinterfragt, liegt es jetzt daran, dass ich gerade nicht spiele, liegt es daran, dass ich gerade vielleicht ein privates Problem habe, das immer einzuordnen, ja, dann immer nicht aus der Emotion zu handeln, deswegen natürlich auch mit dem Problem so ein bisschen Zeit zu geben. 2018, wie ich es auch überall dann auch im Nachhinein gesagt habe, hatte ich ja meine schwierigste Phase und da war es schon so, dass ich überlegt habe, okay, was will ich jetzt vom Leben? Also es macht mir gerade keinen Spaß, die Leichtigkeit ist weg, die Lebensfreude ist weg. Und wenn mir nicht mal das, was ich liebe, gerade irgendwie Spaß macht, in welche Richtung geht's dann? Und da war ich ganz froh, dass ich dann gemerkt habe, dass ich mir so ein bisschen Hilfe in Anspruch nehme, um wieder so ein bisschen aufs Gleis zu kommen. Ja, ich meine, es ist immer der schwierigste Gang für jeden, glaube ich, so das erste Mal zu einer Therapie zu gehen und sich helfen zu lassen. Ja, ich meine, wir rennen ja alle in Physios und in Fitnessstudios und zu, keine Ahnung, Hautärzten und sowas, aber so in den Kopf reinblicken lassen möchte man sich mal nicht so richtig. Da ist man dann auch ganz gerne allein mit diesem Problem, aber man hat immer so einen verstrahlten Blick, finde ich, wenn man so gerade out of order ist, wenn man einfach das Gefühl hat, irgendwas funktioniert gerade nicht, dann denkt man auch, mir kann eh keiner helfen. Klar, auch zwiespältig, dass ich auch erst spät natürlich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, dass ich diese Probleme hatte. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen durch diese Gesellschaft geformt, weil ich natürlich, weil man ungern Schwächen zugibt, weil man erst später erkennt, dass es eine Stärke ist, eine Schwäche sich einzugestehen. Gleichzeitig sind wir trotzdem in diesem Alpha-Sport Fußball drin, wo es immer schwierig ist, auf dieses Thema breitzuschlagen, wo du nie ersetzbar sein willst, wo du trotzdem immer Existenzängste hast, wo du nicht ausgetauscht werden möchtest. Und deswegen tat es gut, hier in so einem Verein zumindest ansässig zu sein, wo es dann auch ging, wo man den Trainer informieren konnte, wo man die wichtigsten Leute informieren konnte. Jeder Mensch ist auch ein Individuum und jeder hat so seine Tools, was ihm gut tut. Ja? Ob es dann mal 10 Stunden Schlaf sind, ob es dann mal eine Stunde meditieren ist oder 10 Minuten, ob es dann mal ein Schwimmbad gehen ist oder einfach nur einen Kaffee trinken gehen. Ich glaube, jeder muss so ein bisschen was für sich finden. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es immer höher, schneller, weiter ist, dann ja, es ist wichtig, dass einfach jeder was für sich findet. Du kannst ja halt in dem Moment natürlich, würdest du alles dafür hergeben, dass es dir wieder gut geht oder dass du weniger Druck verspürst. Ob das dann Symptom Schlaflosigkeit ist oder Kopfschmerz oder Angstzustände oder irgendwas. In dem Moment interessiert dich das Geld auch nicht. Ja? Ich glaube, da sind wir alle gleich und ein Stück weit verspürt jeder Druck in seinem Berufsleben. Und dann muss halt jeder irgendwie darauf Acht geben, dass sein Rucksack nicht zu schwer wird. Ja? Weil Druck haben die Jungs in der Schule, Druck haben sie in ihrer Beziehung oder sonst wo, aber im Fußball sollte eigentlich immer noch ein Stück weit Spaß machen. Und wenn es dann irgendwann eine Hauptsache werden kann, ist es schön. Aber gerade die Jungs im NLZ oder so müssen natürlich auch
trotzdem Bewusstsein ohne Druck, dass am Ende nicht viele schaffen werden. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass man da jetzt trotzdem Spaß dabei hat, aber auch die ganzen anderen Dinge nicht vernachlässigt, die auch wichtig sind fürs Leben. Ja, als ich hergekommen bin, war ich ja auch erst 25, 26, war ich jetzt auch noch nicht unter den älteren Spielern. Und da gab es auch Spieler, ob jetzt ein Pavel Krimasch oder andere, die auch damals unter ihre Fittiche genommen haben und uns ein bisschen auch vielleicht die Werte des Vereins schon ein bisschen vermittelt haben, auch schon mal eingelenkt haben, wenn es nicht gut lief. Und dann gab es dann die nächsten Spieler, die 30 waren und dann 35 oder ich, der dann irgendwann 30 wurde und das immer wieder weitergegeben hat. Das gibt man halt so weiter, die Kabine, ob es jetzt im Dreiser-Stadion war oder hier. Das ändert sich nicht. Also man hat zwar andere vier Wände, aber die Jungs sind immer noch die gleichen. Der Staff drumherum ist unglaublich wichtig. Physiotherapeuten, Busfahrer, Zeugwerte, Teammanager, das sind alles Konstanten. Das tut auch im Verein gut. Gibt am Ende nichts Schlimmeres, als eine Mannschaft zu haben, wo man nicht weiß, von wem kaufe ich mir jetzt ein Trikot. Wer inspiriert mich? Für wen gehe ich jetzt dahin? Welchen Namen rufe ich laut, schreie ich laut? Und am Ende sind wir, glaube ich, wie ich auch im Buch schreibe, Künstler, die das Publikum unterhalten. Und das ist unsere Aufgabe und das sehe ich dann auch. Und wenn wir dann auch sogar noch nicht nur, sag ich mal, abgehobene Gutverdiener sind, sondern am Ende auch Jungs, wo Männer und Frauen auf Tribüne nach Hause gehen und sagen, gute Jungs, dann haben wir, glaube ich, was richtig gemacht. Ja. Das sind so Dinge, auf die ich stolz bin, ja, dass ich auch guten Absprung geschafft habe vom Fußball, dass ich jetzt nicht so in so ein Loch falle und jetzt jeden Tag ins Stadion gehe oder jede Woche und denke, oh Mann, es fehlt mir alles und das war doch mein Lebenselixier. Also man ist ständig in dieser Struktur drin und ich habe es gehasst, wenn dann irgendwie Stau war oder wenn morgens die Kaffeeschnittmaschine nicht funktioniert hat. Sobald du raus warst, hatte ich das schon ja, getriggert und durcheinander gebracht. Und ich habe es gehasst, dienstags zu überlegen, ob ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt mir das süße Zeug hole oder nicht. Das macht ja was mit mir, mit meinem Körper. Und morgens wieder Training und ich muss am besten Zustand sein. Wir haben morgen Hauptbelastungstag. Ich bin um 11 im Bett, ich konnte noch nicht einschlafen. Ich muss nicht mal langsam schlafen, weil ich brauche 8 Stunden, damit ich morgen im Training gut bin. Das ist ständig da bei uns, so dieses immer wieder in den besten Zustand zu kommen. Und natürlich dann Richtung Samstag wird es noch schlimmer. Jetzt bin ich gerade eher so, dass ich jetzt wegkommen muss von diesem verstrahlten Denken, dass immer jeden Tag alles perfekt sein muss und ich immer im besten Zustand sein muss. Das genieße ich auch so ein Stück weit. Ich liebe auch Routinen. Ich glaube, manchmal regt man sich ein bisschen drüber auf, wenn man dann rauskommt aus dieser Struktur wegen irgendeiner Geschichte oder weil jetzt mal eine Party ist, dass man auf einmal raus ist aus seinem Rhythmus oder so. Aber ich darf es jetzt auch ein Stück weit genießen. Das muss ich immer noch ein bisschen lernen. Aber ich bin ein Fan von Routinen. Also Gewohnheiten geben uns irgendwo ein Stück weit Halt, glaube ich, im Leben. Ich habe das witzigerweise im Alltag sogar, dass manchmal selbst im Fußballbusiness meine Frau, die keine Ahnung hat von Fußball eigentlich, mir echt gute Tipps gegeben hat, weil man wirklich nur noch so seinen versteiften Blick hat. Und das tat echt gut, dass man dann mit anderen Menschen über den Tellerrand hinausblicken kann. Aber auch jetzt Richtung Karriereende, wenn man tagtäglich überlebt, ist es das Richtige. Soll ich jetzt wirklich aufhören? Was kommt danach? Das tut dann immer gut, jemanden zu haben, der einen ein bisschen einschätzen kann, der einem auch ein bisschen Mut macht, der einem auch ein bisschen trotzdem wieder eine Ruhe ausstrahlt und sagt, mach dir keine Gedanken, es wird alles gut. Und das tat immer gut, gerade wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass man sich oft nur als Fußballer sieht. Und wenn die Zeit vorbei ist, toi toi toi, ich will noch 60 Jahre leben, plus minus. Und das ist halt eine lange Zeit halt ohne Fußball. Und deswegen bin ich gespannt. Bin aber froh, dass ich halt den Absprung auch durch ihr so gut gefunden habe. Wir haben ja das Privileg, wir Fußballer, dass wir schon auch mal eine Zeit lang überbrücken können von unserem Verdienten während der Karriere, dass man dann auch ein Stück weit schauen kann, was möchte ich jetzt nochmal lernen, was möchte ich nochmal studieren, was möchte ich nochmal machen. Bei mir ist es eher so, dass ich manchmal bremsen muss, weil mir zu viele Dinge Spaß bereiten, weil ich zu gerne in den Austausch mit den Leuten gehe. Weil mir aber auch früher der Fußball wirklich so viel Raum, aber auch Kraft eingenommen hat, dass ich gar keinen Kopf für andere Dinge hatte. Und jetzt fällt dieser Leistungsdruck weg, aber auch dieses jeden Tag topfit sein zu müssen und alles überlegen zu müssen. Jetzt kann ich halt auch mal 5 Termine am Tag wahrnehmen. Diese Jahre, die man hat, die schönsten dieses Fußballerlebens, dort zu verbringen, wo es gut passt. Ja, man muss nicht mal gleich flüchten. Es geht nicht immer nur höher, schneller, weiter, sondern ein Stück weit Zufriedenheit schadet manchmal auch nicht.